Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Mod-Review. Heute wollte ich euch mal den Radar Bro für die Minecraft-Version 1.3.2 vorstellen. Und zwar fügt dieser Mod eine neue Minimap hinzu, wo ihr dann die Mobs und die Spieler sehen könnt. Viel Spaß. So, also ihr könnt jetzt oben rechts die Minimap sehen und dann halt auch die verschiedenen Mob-Arten. Ja, also ihr seht zum Beispiel hier einen Creeper. Ich zeige euch das. Ich gehe jetzt mal zum Creeper, damit ihr sehen könnt, dass er auch wirklich hier ist. Ich glaube hier, ja. Da. Ihr könnt es sehen, ein Creeper. Ich töte ihn mal. Und ihr könnt sehen, er ist weg. Ja, und jetzt, wenn ihr, also was noch zu den Mobs, wenn es noch Tag ist und ihr dann halt diese Mobs da seht, könnt ihr euch zu 99% sicher sein, dass das eine Mine ist. Und ja, jetzt seht ihr noch die Chest. Das zeige ich euch mal. Das ist ein Dungeon. Da kann ich auch hingehen, aber mir ist aufgefallen, wenn man sich öfters zum Dungeon hinbaut, findet man öfters noch keinen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir jetzt liegt, dass ich da was falsch mache oder nicht, keine Ahnung, aber diesmal hatten wir halt Glück. Und ja, jetzt seht ihr wieder die Spinne. Und ja, jetzt töte ich die mal. Und ja, die ist jetzt auch weg. Ja, das war es eigentlich auch vom Mod. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze installieren könnt. So, um das Ganze zu installieren, müsst ihr auf den Link hier. Der Link wird wie immer in der Beschreibung stehen. Und dann einfach ein bisschen nach unten scrollen, bis ihr dann auf Download und Dropbox seid. Klickt einfach drauf und ja, dann müsst ihr einfach 5 Sekunden warten. Sondern einfach auf Werbung überspringen. Dann Datei speichern. So, wenn ihr das dann installiert habt, braucht ihr noch den Modloader. Dafür geht ihr hier auf den Link hier und scrollt dann hier auch ein bisschen runter, bis ihr hier auf Modloader seid und dann einfach auf Download direkt. So, wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr diese zwei Dateien, WinRAR-Dateien. So, und dann gebt ihr hier unten einfach ein, also in Ausführen, einfach ein, in Start einfach Prozent, Data Prozent. Ups. So, also nochmal. Ihr geht auf Start, gebt einfach hier ein Ausführen und dann müsst ihr in einfach Prozent, App Data Prozent eingeben. Und dann in den Punkt Minecraft Bin, Restklick auf die Minecraft.jar. Öffnen mit WinRAR und dann den Meta-Inf-Ordner löschen. So, wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr schon diese zwei Dateien reinziehen. So. Ja, und schon habt ihr den Mod installiert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.